fotografieren dürfen am Film. Ja, ihr wollt fotografieren? Wir wollen unbedingt den Style fotografieren. Ach so. Sag doch irgendwas. Albert, ist das nicht geil? Sag mal was. Wunderbares Wetter heute, ein schöner Tag, um Graffiti zu machen. Wunderbar. Hörst du auch irgendwann mal auf zu streichen? Ja, lieber ein bisschen zu viel, dachte ich, bevor alle Plätze weg sind. Wie viele Leute kommen heute? 8 Leute oder so. Wie viel? 8. 8. Also 16. Genau. What's this, you f***? What's this? Huh? What's this? Die Rolle hat Slay hinter sich. Ja, ich seh schon. Wie alt ist die? Die ist ganz neu gekauft. Ja, hättest du mal bei Thun gekauft, wisst ihr? Da wär nicht passiert. Oha. Oha. Knaller. Interessante Fill-in-Moves mit den Tribal-Elementen. Aber hier noch nichts Besonderes, außer das hier. Norbay. N-O-R-B-A-Y oder Norbat. T könnte es natürlich auch sein. Geiler Style. So, nehmen wir mal hier. Also ist auch schön, ja. Hammer, Alter. Sehr schön. Also, Cred, ne, was du dieses Jahr für einen Sprung gemacht hast. Danke, danke. Jedes Mal, wenn ich ein Bild von dir auf Insta sehe, denke ich mir so, was zum Teufel ist jetzt schon wieder passiert? So, Resteschlacht. Aber alle Performance-Dosen. Muss ich ja auch haben hier bei der schwarzen Wand. Also eigentlich könnte ich es auch ziemlich simpel halten. Das war eigentlich so meine erste Idee. Aber weil ich nicht wusste, wie groß ich male, dachte ich mir, ja komm, pack mal alle drin, was du hast. Ja. Here we go again. Ich wollte heute eben ein bisschen simpler machen, so. Und dann kommst du hier mit so einem Teil an, Alter, wieder. Wer weiß, wie oft man diese Jahre noch gehen kann, so, weißt du? Wegen Wetter und so, dann dachte ich, ein bisschen rumspielen. Ja, aber ja, nicht zufrieden. Und wie meinst du die Kannen von Heineken? Die sind richtig gut. Ja, die decken, ja. Die dichten auch richtig ab. Die dichten richtig ab. Yeah.
Yeah, boy. Schöne Farben, diesmal nicht hier so rosa, lila gepanscht, Alter. Ich habe eine ganz wilde Theorie. Guck mal, weil sich ja so gerade hier so schön anbietet, oder beziehungsweise ist ja nicht meine Theorie, die gibt es ja schon längst, dass grün und blau eine Farbe ist. Schon mal darüber nachgedacht? Gibt so Naturvölker, ja, für die ist halt grün und blau eine Farbe. Also quasi eine Farbkategorie. So, weißt du, für uns ist ja ein harter Cut dazwischen. Ne? Aber wenn man sich das hier anguckt, blau, Wasser ist blau, ja? Also eigentlich, ne? Aber Wasser kann ja eigentlich all diese Farben annehmen, ja, die du hier hast. Stimmt. So, weißt du, das kann so ein Gletschersee sein, das ist irgendwo in einem Wald drin, so, ne? Hier frisches Wasser. Also auch mit diesen Khaki-Tönen, so, weißt du, wenn es dann so im Braun. Wenn du im Farbkreis weitergehst, ist doch in die Blau und dann grün in eine Richtung gehst, kommst du ins Rötliche, also von Blau zu Lila zu Rot. Ja. In die andere Richtung kommst du von Blau über Türkis zu Grün. Zu Grün. Jetzt hoffentlich sage ich nichts falsch. Ja, doch. Was ist denn Türkis? Ist Türkis blau oder grün? Das ist Türkis. Also, ja, Türkis ist eher ein Grün. Überbegriffe, ja, siehst du? Aber stimmt, es gibt oft so eine Diskussion, wo du einen Ton hast, der blau oder grün ist, wo einige sagen, ey, das ist eindeutig ein Blau, und andere sagen, nee, das ist ein Grün. Für mich ist das eh ein Topf mittlerweile. Finde ich sehr schön, dass das eh so klein ist. Sonst waren alle Buchstaben immer gleich groß. Ne? Das ist mal so dazwischen gebastelt. Ja, genau. Dafür ein angedeutetes kleines E noch oben drüber. Oha, Creed. Creed. Sprechen auch alle immer unterschiedlich aus. Das kann man ja hier mal ruhig im Video sagen. Ja, sag mal. Es ist einfach Kret. Ja. Kurz und knapp Kret. So deutsch wie möglich aussprechen. Genau. Ist das hier Halloween-Piece oder was? Jetzt, wo du es sagst. Ja, ne? Erinnert an die Halloween-Farben von vor 2 Jahren. Tatsächlich. Mit Below, ne? Boah, geil, chromblau. Ja. Kann man mal machen. Ja, ich hab gestern, nee, vorgestern halt chromrot gemalt. Finde ich auch geil. Hm. So ein schöne alte, so dieses alte Hitzerot. Ja, genau. Der war auch so ähnlich. Und dann habe ich dann so Blocks nach unten gemacht in Orange und Braun, so dass es so wegrostet sozusagen. So Endlosblocks. Ja, genau. So habe ich auch mal, macht voll Spaß. So. Ja. Die Sache ist dann, wenn du eine Backline ziehen willst, wo machst du die dann? Ganz oben so. So, weißt du, das war so ein bisschen, dann habe ich es lieber ohne gemacht. Ja, aber ist mal was anderes. Ja, ist geil. Also, das kann man ja auch noch mal ein bisschen besser machen. So. Weil ich mache ja auch ganz gerne mal irgendwie Blocks bis zum Boden. Und ey, wie viele Farben das sind, Alter. Also, da musst du ja manchmal 2 Dosen rinballern, nur um die Blocks eh mal vorgrundiert zu haben. Ja, du kannst ja aber theoretisch auch voll dran auslassen. So. Ja. Kannst du in einem Block dann so ein bisschen gestalten, dann wieder so, dann kannst du irgendwelche Spirenzen machen. Ja, da will ich auch noch ein bisschen freier werden, dass das nicht immer so eine Farbe sein muss, sondern da kannst du ja... Gerade bei den Blocks, war, da kann man eigentlich so viel machen, kann man sich ja Stunden dran aufhalten. Ne? Ja. Problem ist, wenn du dann da anfängst, so irgendwie Bildchen darin zu malen, dann hast du manchmal nicht den Eindruck von Blocks. Richtig, ja. Alter! Aus Australien? Ja. Ach so. Geiler Schmutz hier, Alter. Richtig nice. Was heißt das? Gammo. Gammo. Genau, das G und dann das so ein kleines AM und dann ist dann das O. Ja. Schmetterlbogen, ne? Ja, ich mag das hier, dass das so spitz zuläuft. Das ist schön. Auch das G ist geil, Alter. Junge, Alter. Nice, Alter. Fetzen. Dann habe ich das letzte Mal so lange zum Vorziehen gebraucht. So. Ey, Swat, darf ich dich mitfilmen? Gerne. Schöner Schwung drin, jetzt sehe ich gleich. Ich bin endlich mit dem Vorreißen fertig. Wer hätte das gedacht? Mal hin, wa? Und du? Ich hab schon gehört, du gehst noch zum Fußballspiel oder was? Auf gar keinen Fall. Jetzt waren die Rüschen ein bisschen sauber. Aber man sieht halt schon so, dass Full Freestyle-Style ist. Oh, jetzt ruft mich jemand an. Ja, an der Wand meistens so, weil die Skizzen, die du dann hast. Moment, warte. Yo! Kommst du rum oder was? Ach so. Ah, schau.
Mann, ey, heute ist das hier ein Rumgepimmel. Das ist immer ein Problem, wenn man mit so vielen Leuten malt. Man weiß ja nicht, wo man sich halt, mit wem man sich beschäftigen soll. Man will halt am liebsten mit allen was zu tun haben. Aber das geht ja dann nicht, weil dann kommst du selber nicht aus dem Arsch. So, jetzt müssen wir erstmal die Kamera ausmachen hier. Ich werde jetzt aber auch nichts krass Alternatives machen. Ich werde schon mein altbekanntes Ding durchziehen. Ansonsten wäre ich hier nicht fertig. Writer's View. Ah, der Track's geil. Hä? Will, du cuttest eh mal. Ja, gut. Könnte gut werden. Das ist doch witzig, wenn alles so unterschiedlich ist, weißt du? Das finde ich gerade gut. Also wenn es was gibt, was ich überhaupt nicht kann, so, dann, oder überhaupt nicht mag, dann sind es Konzeptwände, Alter. Ja. Die gehen mir richtig auf den Keks, Alter. Das einzige, was fein ist, das fein ist, dass wir alle dann an die gleichen Fragen. Das so muss das sein. Und das, weißt du, dann wird man so eingespannt. Ich finde halt auch, dass, da dann halt irgendwie die einzelnen Leute halt voll untergehen. Ja. Ne, man sieht halt nur die Farben und nichts weiter. Und wenn halt die Leute ihr eigenes Bild machen, so, dann bist du halt nicht gleich so gesättigt von den Farben. Weil du guckst dir eins an mit den Farben und bei den anderen überfliegst du das halt nur noch. Ja. So, ne? Und wenn du das so machst, wie das jeder anders macht, dann nimmst du dir auch überall genauso viel Zeit. Weil du siehst ja immer wieder was Neues. Oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist eine gute. Manchmal wechseln wir uns dann halt ab. So kann man, manchmal lernt man ein neues Konzept dann kennen. Weißt ja. Du, weil man sich so ein bisschen. Natürlich, also man kann da auf jeden Fall auch was mitnehmen, so, ne? Genau, eben. Außerdem ist ja auch Highlight malen und so, das schummelst du ja auch nochmal. Ja, ja, ja. Ja, aber das muss man auch können. Also, so eine saubere Highlight ist einfach. Aber du machst es auch so, ne? Du drückst dann immer so ein bisschen leichter auf das Cap drauf, dann kann man auch richtig. Kann man nur noch lang ziehen. Ja. Also mach ich halt bei den Sets auch meistens. Das ist der ganze Trick. Magic. Der einzige Anti-Maler, der mit einem Bananaskinny die Outline zieht. Ja. Und? Was sagst du zu der Farbe? Rot. Gut, ja? Bist du d'accord damit? Richtige Entscheidung. Gut. Bin ich auch. Nee, so das. Ja, doch. Also ich finde es interessant, dass das halt so zwischen Schwarz und Blau ist. Ja. Ich finde es halt hier cool so, weißt du, dass dann hier die Farbe anders aussieht. Ja, stimmt. Ja. Aber das macht ja das Auge auch, ne? Farbe wirkt auf einem. Je nachdem, auf welcher Farbe die dann sitzt, ganz anders. Simultankontrast. Ah. Wow.
Boah, das läuft doch hier. Ja, das ist auch das Beste. Ja, ist klar. Anders geht der Schwung verloren. Aber alles auch diesmal, geh mal hier, Alter. Das ist so eine ganz beschissene, räudige... Nice, geil, das ist Nummer 1. Die gibt's bei die malen so, Netto. So dirty. Bei Penny. Hm. Da haben, stimmt, die ganz viele, da haben die diese ganzen Camouflage, so grün und, wisst ihr, so ganze Scheiße. Ja, ja. Hatte ich auch mal gehabt. Und die malen sich wirklich, ich hab die Outline gesagt, Alter, das ist aber geil. Ja. Ja, kriegst du sonst ja eigentlich so hin. Ja. Weil manchmal hast du ja Bock auf sowas. Ist so, dass es so diffus ist, ja, und so wegnebelt. Ja, aber ist in Ordnung. Ja, ja. Zeig ja auch die ganze Zeit. Ja, dann malst du ganz anders auf einmal, wisst ihr. Ja. Du kriegst dann definitiv dann eine ganz andere Inspiration auf einmal wieder. Merk ich ja selber. Du sagst es. Ja, ich spiele auch nur rum, Mann. Also ich male auch kaum Styles nur noch, weißt du, ja nicht mehr so. Aber ab und zu, der, ja, warum nicht? Na, ist das jetzt hier kein Style oder was? Hm? Ist das jetzt hier kein Style oder wie? Bitte, doch, ja, doch. Ja. Aber ich mache das eigentlich, nur in der Character so. Weil ich da mehr Bock drauf hab. Aber irgendwie müssen wir das ja hier füllen. Ja, mit einer ganzen Tanztruppe hier von den Flying Steps. Cha cha, real smooth. Ja, hatte ich auch vor. Ja. Noch. Bei dir ist ja auch nicht so der Fokus aufs Gesicht, sondern halt mehr auf die Arme und auf die Beine und das oder auf die Schuhe. Ja, ist immer unterschiedlich. Ja. Ja. Ich finde ja so J1 so geil, so das ist einfach nur eine Linie, bob, zack. Ja, das ist so ein bisschen so das, wo ich halt immer ein bisschen mir so Orientierung geholt habe schon. Also so abstrakt wie möglich, ja. Ja, scheiß Flair, Alter, nicht schon wieder. Ja, das ist es erstmal. Blöcke mal, glaube ich, nach innen. Nur die Frage, was für eine Farbe. Ich werde das heute bloß so ein bisschen machen, so ist er. Und dann noch mit einer anderen Farbe, mit dem ganz dunklen. Im Endeffekt ist es ja egal, was ich. Ich kenne dich. Es macht halt Spaß. Du hast recht, Alter. Wenn ich immer wieder im Modus bin, Alter, kann ich nicht mehr aufhören, Alter. Ganz schlimm. Killing the Darkness. 2015, Alter. Facebook-Link. Mein Bild kloppen, Alter. Ich glaube, die haben die Parkregeln nicht geklappt. Please help me. Ach so, Alter, ich musste gerade nachdenken. Junge, Alter, hier geht's ja voran, Alter. Smokey auch schon fertig? Ja. Ja. Man muss halt leider noch 2 Stunden warten, bis du Fotos machen kannst. Ich hab's nämlich genauso abgepasst. In weiser Voraussicht.
kaputt spielen. Ich sehe da noch sehr viel Potenzial zum Rumspielen. Sag mal. Das ist schon krass, große Fläche, eine Farbe. So sehe ich das. Aber dafür ist der jetzt schon alles schon viel zu spät. Ich finde das hier ganz cool so. Oder hier, da ist das geil. Das ist geil. Ja, tont den Schwung so ein bisschen, wisst ihr? Ja. Und oh, hast du da ein Halo drin, ja? Aber voll versteckt, Alter, das ist cool. Ja, einfach um die Farbe von dem ASK nochmal ja, noch aufzugreifen, genau. Kannst du auch machen, ja. Das, so viel Outline hake ich ja nicht mehr. Ich bin jetzt eigentlich hier gerade nur am Fläche filmen. Und das ist, glaube ich, nicht so interessant. Da muss ich irgendwas erzählen dabei. Ja. Ja. So fühlt meine Fläche. Ui, toll. Kriegt schon mal hier einen kleinen Teaser. Ein kleiner Highlight-Teaser. Weißt du, was ich bald mal machen werde? Alte Männer-Graffiti. Und anstatt so wie bei einem Panel, wo du zu hoch gerissen hast und dann am Ende nebeln musst, nebelst du nach unten. So, und dann sieht das so alles so aus wie da. So ein cooler Move. Immer ein cooler Malstil. You serious? Fotografieren. Wir wollen unbedingt den Style fotografieren. So. Sag doch irgendwas. Auf jeden Fall ganz gut, muss ich sagen. Ja, auch hier mit den
Geschichten hier. Ja, um den Blocks noch mal ein bisschen mehr zu sehen, weil ey, das sah ja katastrophal aus, wo das nur alle braun war. So. Ja, Problem ist, die Farbe, ja, die geht so ein bisschen unter. Das hätte halt wirklich richtig schwarz sein müssen. Ich habe gedacht, das reicht. Von nah ist okay. Aber irgendwie, das ist halt genau das gleiche Color Grading, was ich letztes Mal auch schon hatte hier am Nordbahnhof. Ja, so ist das hier. Da malt man immer den gleichen. Style auch sehr ähnlich, muss ich auch sagen. So, wir haben hier Gamo. Wir kriegen es leider nicht richtig drauf. Also jetzt. Ah, hier sieht doch vernünftig aus. Sauber zu Ende gemalt. Ein Vogue. Finde ich echt cool. Also Füllen und Farben und so. Gefällt mir. Hat Hand und Fuß. Crab Miner. Richtig geil, Alter. Das gefällt mir auf jeden Fall. Auch hier musste ich ein bisschen überlegen, was er damit meint. Ah, hier ist Smokey. Ja, hier Hammers zu farmen. Aber ich finde halt so, okay, gut, das Gelb hat nicht so gedeckt, aber das guckt sich ja weg. Finde ich. Weil so sieht das ja super sauber aus. Mord. Also hier finde ich auf jeden Fall auch richtig satt. Chrom und dieses Königsblau oder ja, Preußischblau, keine Ahnung wie man es nennt. Das geht ab. Echt stabile Wand. Ja, Shoutout an alle, die mitgemacht haben. Mord, Smokey, Cred, Kove, Riak, Gamo und Spot. Originale Aufnahmen, Alter, die sind richtig was wert.